Hallo hier bei Kung Fu Fitness Snack Bite. Hallo liebe Freunde. Wir haben schon einiges, was wir zu sagen haben. Hallo Freunde. Euer Kung Fu Commander Lifong ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ja. Cobra möchte nur was Sinn möchte. Cobra wird nichts machen, was Sinn möchte. Und jetzt eine Diskussion, wo es im Kreis dreht, wo gar keinen Sinn möchte. Möchte ich nämlich darauf weiter eingehen, muss ich sagen. Ich hoffe, der andere tut halt so eine Selbstreflexion, dass sich dann, eigentlich ist man schon Gemeinschaft und war jetzt nicht ganz so richtig, aber so eine Selbstreflexion machen die wenigsten, ist auch in Ordnung, muss man jetzt nicht darauf weiter einlassen. Clown sehe ich nicht als Beleidigung, man muss nicht immer alles an sich nachkommen lassen. Wir haben auch schon vieles erduldet und so. Aber Clown ist doch keine Beleidigung. Also, ich weiß, okay, man tut halt so in Schubladendinger-Dinge so und da kommt das rein und es kann nicht da reinpassen, weil es schon da drin ist. Aber ein Clown, der ist schon ein Entertainer. Ja? Ich kenne viele, viele Meister in ihrer Kampfkunst. Ja? Klar, ist ein Unterschied Kampfkunst, Kampfsport. Aber es gibt auch viele Stile, das sind ja beides, Kampfkunst und Kampfsport. Also, es gibt auch, kann man nicht immer so auseinanderhalten. Auch wenn es ein großer Unterschied, ob ich was auf der Straße mache oder was im Wettkampf mache, ist ein himmelgroßer Unterschied. Aber ein guter Kämpfer, das wird eigentlich beides kennen. Ja. Der muss sich immer umstellen können. Ja. So fließend wie Wasser, wie es Bruce Lee gesagt hat. Ja. Da bin ich wieder innerlich zerrissen. Also wir waren mit dem Thema Clown. Zum Beispiel Jackie Chan hat ja oft Clownerei gemacht in seinen Filmen. Da hat er halt so die Comedy-Schiene gemacht. Aber kampfkunstmäßig, kampfsportmäßig war es ein absoluter Ass. Es war gehört zur Kung-Fu-Weltelite. Und er hat so viel nicht nur Kung-Fu-Stile gemacht, sondern so viele Stile, die können uns noch gar nicht lernen. Und er war halt super talentiert und super fleißig. Und der gehört halt so Bruce Lee-Liga, Jackie Chan und der hat halt bombomäßig Film rausgehauen, einfach 1A und und Sam Hung hat auch oft einen Clown gespielt und gehört auch zu Weltelite, was der Bereich auch gut. Bruce Lee, der eigentlich der Beste von den Besten ist, der hat ja auch in seinen Filmen da und da mal ein bisschen Comedy gemacht und unschlagbar der Mensch, einfach Nummer 1, ja, ein Schutzengel, so in meinem Herzen. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Best of the Best 3, ja, wo der Philipp Rey hat sich als Clown verkleidet und hat dann immer in dem Showkampf, war ja fingierte Geschichte, hat dann halt eine Gruppe aufgemischt, ja, und hat sich als Clown verkleidet, ja. Hat trotzdem Philipp Resch eine von den besten Deckmatorungsportern, die die Welt gesehen hat, und hat sich als Clown verkleidet und war halt richtig unterhaltsam, aber Clown ist doch keine Beleidigung, also ist ja doch keine Beleidigung drin, und wenn es auch immer boshaftig meint gegen mich, ist mir auch egal, also muss ich ehrlich sagen, und wir hatten nicht schon irgendwie Mobbing erlebt, wir haben auch schon Mobbing erlebt, aber das war in der Vergangenheit, das spielt heutzutage für mich keine Rolle. Also muss ich ehrlich sagen, es gibt Leute, die werden gemobbt, dann fühlen sie sich wohl, wenn sie selber mobben. Ich muss kein mobben. Also, weil das von mir einfach unter meinem Niveau ist. Ja? Und weil das einfach armselig ist, wenn man jemanden anders schmuckt. Also muss ich ehrlich sagen. Und wenn der Kamerad oder Kollege gemobbt wurde, ist in der Vergangenheit, tut man das ja echt leid. Aber ja gut, wie auch immer. Was war es noch? Ja gut, das mit wir haben da gedacht, wir gehen da auf eine sachliche Diskussion ein, und wenn der jetzt denkt, er müsste mich jetzt beleidigen, wird psycho oder geistlich hängen bleiben, dann schwätzt er nichts anderes nach als immer andere YouTuber. Und hat er den Clip von dem bisschen größeren Kampfkünstler und YouTuber entdeckt und hat es halt nachgeschwätzt. Wenn er aber Falschaussage von dem anderen wiederholt, dann ist das trotzdem eine Falschaussage. Und wenn einer denkt,
er müsste mich beleidigen, ich wäre psychisch hängen geblieben oder so. Ja, dann muss ich das wieder Franz Josef Strauß sagen, ich habe die Ehre, weil damit trifft man mich nicht, weil ich weiß, wer ich bin und alles andere ist Schnuppe. Also, ich weiß, wer ich bin, wo ich arbeite, wo ich herkomme. Und selbst wenn er die Aussage selber glaubt, ist doch egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind eine Kampfkunstsportgemeinschaft, natürlich tue ich auch mal das und das mal kritisieren, aber du andere anerkennen. Ich sage nicht nur, es gibt ja welche im Internet, die sagen, ich bin der Beste und da und da und so und jenes und hast nicht gesehen. Und alle anderen Meinungen sind nur schlecht. Aber wir den auch andere Leute anerkennen. Und der Daniel, der für mich die super Aussage über WhatsApp gemacht hat, ja, der Jetty Konidormeister, dem sein Kanal kann man leicht finden, das ist eine klasse Gruppe. Der Daniel, der Peter und der Tim, das sind die drei Muskeltiere. Ja. Das ist ein Dream Team, ja, das hat die Welt nicht gesehen. Super, im Tim sind historische Ansichten, gut da und da sehe ich es halt wegen anders, aber der Tim, oh, zwei Fegel. Muss man übrigens über mein Vogel kümmern, da machen wir echt riesige Sorge um den. Aber ja, aber ich wollte doch echt noch was zeigen. Ihm geht es eigentlich ziemlich gut, wie ich das sehe, aber ich habe schon Angst. War eigentlich. Also Tim ist ein super Typ, der hat von der Kampfkunst und vom Kampfsport hat er klasse Wissen, ja, klasse Informationen und klasse, also klasse Fachmann. Ich hoffe, er zeugt auch mal selber Kampftechniken. Aber ihm zuzuhören ist schon oft in Ordnung, schön. Und Daniel und Peter ist ja auch Dreamteam, was die da zusammen an Kampftechnik raushaut. Professionell, Schüler vom TGO. Merkt man, dass die vom Besten vom Besten unterrichtet worden sind. TGO ist ja auch Ass in seinem Gebiet. Der mehrere Stile kann und Daniel hat auch war auch lange im Jung-Bereich, im klassischen Jung-Bereich unterwegs. Und hat auch andere Stile gelernt. Der Peter war auch da in dem Bereich unterwegs. Sind beide auch im Sicherheitsdienst gewesen, auch Türsteher. Ich war mal Türsteher und weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber deswegen den ich nie behaupten, wenn einer einen anderen Weg geht, dass deswegen falsch ist. Weil es gibt so viele unterschiedliche Wege, die ins Ziel führen und deswegen richtig sind. Und ich war ja 4 Jahre Türsteher und Ordner. Aber ja, war vielleicht auch die Zeit, dass 4 Jahre war das, da war Zeit, das mal aufzuhören, weil man auch irgendwo, ja, mit Leistung und auch Glück habe ich es überlebt, aber irgendwann verlässt es, manchmal ein schlechter Tag, verlässt es das Glück und da war es das und deswegen war es von mir auch die Zeit, irgendwann mal aufzuhören, weil man gesagt hat, wahrscheinlich machen wir auch nicht ewig, weil das ist ja eine Lebensepoche, ja, so. Die Funk, der denkt doch. Ja, auf jeden Fall den Kanal. Ich soll jetzt den kaum eigentlich finden, Self-Defense zu stehen. So schreibt man es. Ja. Self-Defense zu stehen. So wie ich das verstanden habe, ist das der englische Begriff für Selbstverteidigung. Self-Defense zu stehen. Den kann man finden. Ich bin jetzt technisch nicht so begabt, dass ich jetzt euch einen Link unter dem Clip sah, aber ich brauche nur Eingabe Self-Defense zu stehen. Ich hoffe, ich spreche es richtig. Und da sieht man der Daniel, da sieht man der Peter, da sieht man der Tim. Und der Daniel hat ja die gleiche Aussage über WhatsApp gemacht und ist ein super Typ und super Mensch. Und auch der Peter ist ein Diamant, eine Granate für sich. Und auch der Peter hat super Techniker drauf, wie der Daniel und der Tim. Weißt, es ist eine super Gruppe, die einfach auch ganz gute fachliche, intelligente Diskussionen haben. Und sich in dem Bereich super auskennen und super Kampfkünstler sind und super Kampfsportler sind. Ja. So. Ich habe oft den Eindruck, wer heißt Deutsch, heißt Chinesisch, aber ich habe oft den Eindruck, dass manche nur. Ja, wenn einer das geschafft hat, dann haben sie eine Anerkennung. Ja, wenn einer richtig. Wenn einer der Beste ist, eine Anerkennung. Ach, wer ist schon der Beste? Jetzt auch wenn 9 Stunden Betrieb bist und dann trainierst und hast vielleicht nicht ganz die Zeit oder ganz das Talent oder ganz die gute Veranlagung, aber was soll ich dann machen? Soll ich dann in den Kneipe gehen oder mich in den ganzen Vereine abmelden und sagen, es hat eh keinen Sinn? Aber
Das will ich auch nicht. Ich will doch nicht irgendwo rumhocken und von mir nach siften, sondern ich will einfach das Beste aus meinem Leben machen. Und dann heißt es kein Alkohol trinken, sondern einfach Sport machen und das Beste auf meiner Veranlagung machen. So, und wenn ich jetzt nicht, ja, und da habe ich immer den Eindruck, wenn es in Teilen oder in, also auch ohne Format, also wenn es in meine Lanze in Chinesen schafft, dann, und dann wird er bewundert. Aber wenn ein ganz normaler Typ wie der herkommt und mit Kampfkunst, dann gönnt man es dem schon nicht, weil er ja, weil geht man es dem nicht, weil da sagt man ja, wo ja eigentlich aus unseren Ländern die Kampfkunst kommt, aber geht man es dem nicht, ja, der chinesische Mann, der den du seine Leistung nicht anerkennen, ich tue ihn lieber Tricker oder Mobber oder so weiter. Ja. Ich bin stand auch zu meiner deutschen Kultur, aber ich stand halt auch zu meiner chinesischen Kultur. Und genau, auf polnischer Seite, die jetzt nicht wirklich in der Familie so ausgeklebt worden ist, aber die ist halt auch präsent. Und wie auch immer, auf jeden Fall. Ich bin halt mit der chinesischen und deutschen Kultur aufgewachsen, aber dann immer denkt, dass das so Vorteile sind, ja, dass viele weillos das mir nicht gönnt halt. Ja. Und vor allem dann halt, es gibt ja im Fitness- oder im Kampfkunstsport, was der Muskel braucht, ja unterschiedliche Strukturen. Ein Jet Li, der hat ja eigentlich auch eine klasse Muskelform, kein Teil der Schlange, aber eine klasse Muskelform. An Bruce Lee, perfekte Muskelform, dort aber auch eine Aufladephase gibt, auch wenn es jetzt im Gegensatz zu anderen kleine Aufladephase war, aber dort halt knüppelhart definiert und hat halt auch seine Muskelstruktur gehabt. Ja. Aber es gab dann auch Leute wie der Van Damme oder Polo Young oder Mike Tyson oder Muhammad Ali, die Riesenmuskeln haben und nicht sich gut bewegen können. Ich möchte mich mit denen gar nicht vergleichen, weil von der Kampfkunst, Sport und vom Muskelbereich bin ich gegen die Minimaus, bin ich weit weg. Aber ich versuche halt das Beste aus meiner Veranlagung zu machen. Ja. Es gibt da auch einen Henry Müller, oder der eine gute Muskulatur hat. Oder der Endgegner bei Karate Tiger 2, was gar nicht der gute Marke heißt, der hat ja auch einen super Body, also Masse und so weiter. Also, und oder ein Billy Blanks oder ein ja, Scott Atkins oder was gibt es noch, so die richtige Muskelmasse hin und Kampfkunstsport voll unterwegs sind. Also gibt es ja einige, also in der MMA-Szene gibt es auch ihre Schwergewichte und so. Und ist doch in Ordnung, dass das Bodybuilding-Fitness so unterschiedliche Gesichter hat, dass die eine halt einen schlanken Körper, gute Muskel raushaut und die andere mehr auf Muskelmasse. Und das ist doch alles in Ordnung. Das sind auch die unterschiedlichen Wege, wo jeder ans Ziel führt. Ja. Nur die haben halt Muskulatur. Ja, und ja, wie schon gesagt, also das war eigentlich mehr jetzt, dass ich mich nochmal zu meiner, also wieder ein bisschen verteidigt zu mir und weniger auf den anderen eingehen. Und halt dann halt die Selbstschämen. Freunde nochmal eine Werbung für sie machen, da kann man sie finden und ich weiß nicht, ob ich die nicht finden kann. Also das ist mir ein Rätsel. Und möchte jetzt da, machen wir die Tür zu. Und dann möchte ich meine Urkunde zeigen. War ja der Fall, war für Prüfung, war für Urkunde. Ja. Ich mal, ja. So, ich habe nicht genug Urkunde, ich habe zwei Wände voll. Aber da habe ich Kali und Wing Chun der erste Schülergrad gemacht, dann in Kali und Wing Chun der zweite Schülergrad gemacht. So, da habe ich den Weißgurt, ja. Dann der dritte Schülergrad, dann den Gelbgurt gemacht. Ja. Also im Wing Chun und Kali. Wing Chun und Kali der vierte Schülergrad. Ja. Und im Wing Chun und der Kali der fünfte Schülergrad. Ja. Haben auch Urkunde von der EWTO. Ja, habe auch eine Urkunde gerade, ja, auch mal einen Schnupperkurs vom Jiu-Jitsu, japanischen Jiu-Jitsu gemacht, und dann habe ich auch mal einen Schnupperkurs gemacht. Ja, die sind an der anderen Wand, können wir vielleicht schön rumflitzen, wenn ihr wollt. Das müssen wir halt auch. Ja.
Ja, lass mal das. Ruhe, rein. Muss machen? Machen wir es einfach. So. Müssen wir halt das Licht von und switchen. Yeah. So. Das WC. So. Also. Der Ole ist auch Kunde, die zählt nicht. So. Ja, japanisch Jiu-Jitsu hat er mal gemacht. Hat mir, war auch ein geiler Kampfstil. Da die Karate, Urkunde, weiß-gelb und gelb. Hab leider weitermachen können, habe auf Berufsschule müssen. Und als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich alles noch kennen, habe dann gesagt, da muss ich wieder mit weiß anfangen. Da sage ich, ja, okay, können wir den Buckel nachrutschen. Dann bin ich zur EWTO gegangen. Ja, so. Also, aber ich habe trotzdem was vom Karate, vom Japanisch Jiu-Jitsu mitgenommen, ein bisschen. Ja, der erste Schülergrant von Wing Chun von der EWTO war zwar negativ, aber da haben wir auch ziemlich viel positive Seiten mitgegeben, ne? Aber außer für Negatives, und dann machen wir es mit der Bruce Lee, dass ich halt die positive Seite übernehme. Ja, Fahrrad und Kunde, das sind wir von Weiblinger im Schwäbischen nach Ungarn gefahren, nicht an einem Tag, sondern Stück für Stück. Insgesamt bin ich 1252 Kilometer gefahren, ja. War auch eine nette Tour. Ja, und dann halt Fußballurkunde, Darturkunde, also ja, also die Qualifikation habe ich, Tiger Brunnen kommt vorher in den Meistergrad, habe ich aber nie eine Prüfung abgelegt, das hat mir einer privat gezeigt, also auch keine Lehrerlizenz drauf, wenn ich Wing Chun voll kann, dann habe ich eine Lehrerlizenz drauf, und dann, aber ist noch ein harter Weg und so. Aber wie schon gesagt, der Weg ist das Ziel, und was mir der Kampfstil mitgibt an sich oder die unterschiedlichen Kampfstile ist ja nicht das, dass ich da jetzt dass ich da quasi Base gucke und auf Leute einprägte, sondern die innere Werte, Disziplin, Gemeinschaft, dass man sich sportlich ertüchtigt, dass man was von seinem Körper tut, Selbstwertgefühl mit dem. Das sind alles Sachen, wo einem die Stile mitgeben. Und man sollte sich ja an der Range der Gesetze halten. Und was die Bundesrepublik vorgibt an Gesetzen, ist perfekt. Und auch jetzt gerade was die Selbstverteidigung angeht, ja, dass man das Richtige macht. Ja, und mehr gibt es da jetzt nicht zum Sagen. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick gefallen. Schwäbisch Gmünder Waffentier. Die Schwäbisch Gmünder Schwert. Ja. Wir sind ja älteste Stadt von Deutschland. Wir sind auch Weiländle. Da haben wir auch, ja, Kultur pur. Ja. So. Also wünsche euch was, Zeit, sind Freunde. Wenn ich bin mir auch sicher, wenn mir einer angreift und meine Leistung schlecht spricht, dass halt dann auch. Egal wer es, sprich jetzt keine einzelne Person auch drauf, gut, es gibt viele, die schätzen mich, aber da gibt es auch Leute, die wollen gerne andere Leistungen schlecht zu sprechen. Das hat man ja, möchte man ja nur, ja, wenn einer schlechter wäre, dann spricht man es ja normal nicht an, aber das möchte man ja nur, ja, wenn man den als Konkurrenz befürchtet. Ja, wie der Bruce Lee gesagt hat, man greift ja nur Leute an, im Fußball geht der Ball hin. Ja. Und hier auch im Germanentum in der Türkei, die Wölfe als Zeichen von Stärke und von Gruppendynamik. Ja. Und Schwäne. Ja, aber ich bin eine Kobras. Zeit sind, liebe Freunde.